Um beurteilen zu können, ob ein Sportler wieder fit für seinen Wettkampf ist, sind verschiedene funktionelle Tests wichtig. Es werden verschiedene Level abgeprüft und worauf man dabei achten muss, erfahrt ihr im Interview. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum PT-Interview mit Dr. Markus Klingenberg. Grüß dich Markus, schön, dass du da bist. Du bist ja Sportmediziner. Welche Sportverletzungen kommen denn bei dir sehr häufig vor? Ich habe mich spezialisiert auf Schulter-, Knie- und Sprunggelenk und dementsprechend kommen auch die Verletzungen mit den drei Gelenken. Bandverletzungen am Sprunggelenk, Kreuzbandrisse, Innen-Außenband, Meniskusverletzungen und an der Schulter, Rotatorenmanschettenverletzungen, Knorpelverletzungen oder die Schulter-Eckgelenksprengung. Was ist denn jetzt bei Bandverletzungen State of the Art? Was muss man beachten? Was soll man lassen? Kannst du uns einen kurzen Einblick geben? Ja, Bandverletzungen, das ist ein Paradox. An der Schulter, am Kniegelenk ist die Meinung relativ gleich. Man sollte es operieren. Beim Sprunggelenk hat sich ja die Position gewandelt. Früher wurde alles operiert. Und dann Mitte der 90er Jahre wurden beinahe keine Bandverletzungen am Sprunggelenk mehr operiert, wenn nicht noch Knorpelknochenverletzungen damit einhergingen. Mittlerweile ist es deutlich differenzierter. Bleiben wir mal beim Sprunggelenk. Wir haben Außenbänder, Innenbänder, jeweils drei Stück. Wenn mehr als ein Band verletzt ist und die Person, der Sportler, einen hohen Anspruch hat, dann kann man darüber nachdenken, es operativ, also strukturell erst einmal wiederherzustellen. Ist ein Band verletzt, bleibt man eher konservativ, zurückhaltend. Jeder kennt das, diese Orthesen, Aircast ist die bekannteste, die meist über 6 Wochen das Gelenk ruhig stellen. Also die genaue Diagnose, wie viele Bänder sind betroffen oder gibt es Begleitverletzungen, die entscheidet eigentlich, wo wir hingehen therapeutisch. Und welche funktionellen Tests setzt du denn in der Praxis dann ein? Ich setze einen Basistest ein, unabhängig von dem Ort der Verletzung. Der beinhaltet grundlegende Fähigkeiten wie den aufrechten Stand, Einbeinstand, die Atmung. Und dann kommt es darauf an, ob wir in welcher Region wir uns verletzt haben. Relativ standardisiert ist, dass man für die untere Extremität 3 bis 4 Level nimmt. Der Gedanke ist ja, zu schauen, was kann der Sportler schon machen. Wenn jetzt jemand Golf spielt oder spazieren gehen möchte, walken geht, dann sollte er sicher auf einem Bein stehen können. Er sollte im Sprunggelenk abrollen können, eine halbwegs aufrechte Körperhaltung haben, aber es ist ja eine Low-Impact-Sportart. Wenn er joggen möchte, was der nächste Level wäre, muss er schon einen High-Impact verkraften können. Da kommen also einfache Sprungtests häufig über ein Quadrat zum Tragen. Wobei mir da wichtig ist, dass man erst die Bewegungsqualität testet. Ich lasse also beispielsweise einen Sportler über ein Quadrat springen, üblicherweise 40 cm oder auf Höhe des Schienbeins, und schaue, landet er sauber. Und erst dann führe ich das unter Belastung durch. Belastung bedeutet, dass er 10 Sprünge nacheinander macht oder auch einen Sprung in der Weite macht. Wir wollen ja vermeiden, dass sich ein Sportler in einem Return-to-Sport-Protokoll erneut verletzt. Der nächste Schritt, die nächste Sportart, wäre eine Sportart mit Richtungswechsel, wie beispielsweise beim Tennisspielen. Du läufst nicht nur geradeaus, du musst auch unter Umständen sehr schnell die Richtung verändern. Hier kommen dann seitliche Sprünge zum Tragen als Beispiel. Auch da wieder erst die Qualität, dann die Quantität. Im höchsten Level hast du nicht nur den Richtungswechsel, sondern auch noch die Möglichkeit einer gegnerischen Einwirkung, Fußball, Handball, Basketball. Hier kommen dann multidirektionelle Sprünge unmittelbar nacheinander in mehrere Richtungen zum Tragen. Zusammengefasst kann man also sagen, erst die Qualität, ist die Ausführung in Ordnung, dann die Quantität und alles auf Basis absolut grundlegender Fähigkeiten. Wenn ich jetzt sage, was würde ich von jedem erwarten, beispielsweise den Einbeinstand. Klar ist aber auch, okay, ich kann auf einem Bein stehen, wird die Antwort der meisten Sportler sein. Ich muss definieren, wie läuft der Test ab, wie lange. Einbeinstand bedeutet 10 Sekunden auf einem Bein, das andere im Knie oder in der Hüfte gebeugt, nicht zu viele Ausweichbewegungen.
Nur dann ist es reproduzierbar. Oder wenn ich in einer Praxis arbeite, auch von einem Team durchführbar. Dann spielt es keine Rolle, wer beim letzten Mal den Test durchgeführt hat, weil jeder die gleiche Sprache spricht. Das wäre so ein kurzer Abriss der möglichen Übungen. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, auf was du jetzt als Arzt achtest, wenn du dem Sportler empfehlen möchtest, zurück zum Sport zu kommen? Bei der Frage Return to Sport entscheidet erst die strukturelle Heilung, als nächstes die funktionelle Wiederherstellung. Hier sehe ich vor allem den Physiotherapeut als wichtigen Partner, die Tests durchzuführen. Und der letzte Punkt ist die mentale Bereitschaft. Dafür gibt es viele Fragebögen und vor allem das Gespräch mit dem Therapeuten. Struktur, Funktion, mentale Bereitschaft, das wäre eigentlich die Dreier-Checkliste, die ich mit meinem Sportler durchgehen möchte. Ganz herzlichen Dank für den Einblick. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen.